Das ist ein Haiku, den mir Morita-Sensei geschrieben hat. Er ist übersetzt, die Pinie hat jedes Jahr grüne Blätter. Es ist eine große Ehre, dass mir Morita-Sensei das geschickt hat, aber es ist auch eine sehr große Inspiration. Was ist damit gemeint? Jedes Jahr hat die Pinie grüne Blätter, heißt, es wiederholt sich jedes Jahr dasselbe Schauspiel, die Pinie bekommt grüne Blätter. Und es ist ein Faktum, das Wasser ist nass, die Sonne ist heiß, die Pinie bekommt jedes Jahr grüne Blätter. Bleib bei einem Prinzip. Es gibt nur ein Prinzip, bei dem du bleiben kannst. Du kannst dir nicht mehrere Prinzipien aussuchen. Und damit war gemeint, bleib bei der Schule und kämpf dich durch. Es ist gar nicht so lange her, da bekam ich eine E-Mail von jemandem, der die Takeda Ryo repräsentieren wollte in einem anderen Land. Und auf meine Anfrage hin, er möge mir doch seinen Weg in Budo und in den Kampfkünsten beschreiben, bekam ich eine Antwort und stellen Sie sich vor, derjenige war in mehr als 8 verschiedenen Schulen 6. Dan. Ich frage mich, wie das geht. In unserer Schule braucht es für den 6. Dan mindestens 25 Jahre Training. Der 6. Dan ist der drittvorletzte, wer den 6. Dan erreicht hat, bekommt das Meisterdiplom. Das erste von 3 Meisterdiplomen. Also, 25 Jahre lang muss man bei uns trainieren, um den 6. Dan in Japan zu bekommen. Wie kann jemand, der 35 Jahre alt ist, in 8 verschiedenen, unterschiedlichen Schulen den 6. Dan haben? Ich verstehe es nicht. Keiner der Top-Meister in unserer Schule hat jemals etwas anderes gemacht, außer Takeda Ryo. Ab dem Moment, wo sie mit Takeda Ryo angefangen haben, war es nur mehr Takeda Ryo. Soke, 60 Jahre. Sofue, 60 Jahre. Morita, 50 Jahre. Toyoshima, 49 Jahre, die sind ein Jahr auseinander. Nur Takeda Ryo. Das sind Meister.